Ah, das wolltest du mir vorhin sagen, okay. Gut, ja. Nichtsdestotrotz, ihr seid nach der Reise mittlerweile dann an Olegs Handelsposten eingetroffen. Dieser sieht auch wie folgt aus. Oh, ihr steht am Tor, die Tore sind geöffnet soweit und ihr seht auch schon, wie man euch anhört, wie sich eine Frau in eure Richtung bewegt. Ist schon jetzt nicht unbedingt die eine Mid-40er, ne? So Anfang bis Mitte 40, ein bisschen stämmiger und kommt auf euch zu. Ah, Besucher, Reisende, Abenteurer, kommt herein. Währenddessen hört ihr oben rechts von dem Gebäude, was direkt unten ist, wo ihr die Betten drinne seht, wie ein etwas auch älterer, stämmiger Mann dabei ist, gerade Dachschindeln zu flicken. Hallo, gute Frau. Wir wurden aus der Hauptstadt geschickt und uns wurde zugetragen, dass sie Probleme mit gewissen Personen haben. Ja, das ist richtig. Ihr merkt und hört, wie der Mann die Leiter vom Dach herunterklettert. Wir werden seit einiger Zeit immer wieder vom Banditen regelmäßig ausgeraubt. Wahrscheinlich werden sie morgen wieder hier sein, in der frühen Stunde. Der stämmigere Mann, deutlich verschwitzt, kommt auch auf euch zu. Hallo. Hallo! Ah. Kommen diese Entschuldigt, wenn ich mich vorstellen darf, mein Name ist Kron. Und ich wollte fragen, diese Banditen, kommen die in einer periodisch oder warum wisst ihr, dass sie übermorgen da oder morgen da sein werden? Sie kommen einmal im Monat. Gibt es noch mehr, was Sie uns über sie sagen können? Sie sind immer, weiß nicht, sind frech, nehmen die Sachen, sind pöbelhaft. Was auffällig war, sie sind am Anfang mit sehr, sehr vielen gekommen und es wurde weniger und weniger und weniger. Weil ihr euch nicht wertet oder woran? Wie sind sie ausgestattet? Ausgestattet, ja, wie Banditen halt. Bögen, Schwerter, was soll ich sagen? Bögen halt. Banditen halt. Und es wurden immer weniger, weil ihr euch gewerbt habt, nicht gewerbt hat? Oder? Was sollen wir uns denn wehren? Bringen sie uns um und nehmen alles. Haben wir auch nichts von. Wie kommt es, dass ihr jetzt erst irgendwie Hilfe angefordert habt? Er guckt dich an, richtig empört. Jetzt erst? Ist das dein Ernst? Okay, man hat euch jetzt erst Hilfe geschickt. Verstehe. Krisal. Seit 3 Monaten schicke ich immer wieder welche, die sagen sollen, dass wir Hilfe brauchen. Krisal? Wenn du mit uns redest, guck mal in die Kamera, dann kommt das besser. Achso, sorry, warte. Oder schalt die andere Kamera. Die zweite Perspektive auf. Das ist okay. Man sieht dich eh. Ich guck halt eigentlich immer auf die Screens, die ich brauche, und die Kamera steht halt drüben. So, guck mal. So, kommt so geht's. Cooler, wenn du ansprichst, verstehst du? Okay. Der unzuverlässige Boot müsst ihr da haben. Wenn jetzt erst einer durchgekommen ist. Nun, sie haben Banditen aufgehalten. Was man nicht sagt. Ja. Nun, sagt uns, gibt es noch weitere Bewohner in der Gegend oder seid ihr der Einzige? Was hier? Nein, hier lebt niemand. Ich verdiene hier ehrlich mein Geld, zahle ehrlich keine Steuern.
Weil gehört ja niemandem das Land. Was Gutes. Noch ihm. Sag mir, lieber Dungeon Master, die Umgebung zu Olegs Handelsposten. Wie sieht er aus? Ist das waldig? Ist das Ding auf einer Wiese? Ebene. Freie Ebene, freie Fläche. Ihr seht auch weit und breit keine Bäume in der Nähe. Ihr habt auch seit Ewigkeiten keinen Fluss gesehen auf dem Herwandern. Also bis zum nächsten Fluss ist schon gute Strecke. Sag. Guck einfach auf die Karte. Ja, hätte sein können, dass in der Gegend noch Bäume sind oder irgend sowas. Also ein Feld sind 18 Kilometer vom einen bis zum anderen Ende. Ist okay, ich hab verstanden, keine Bäume. aber du bist der Einzige, der diesen Baum trotzdem treffen würde. Sag, guter Mann. Herr Oleg. Wie viele Banditen waren in der nächsten... waren in der letzten... beim letzten Überfall dabei. Mit wie viel sollten wir rechnen? Also beim ersten Besuch war es halt ein knappes Dutzend, vielleicht weniger. Und dann wurde es halt weniger. Also beim letzten waren nur noch der Kapuzenmann und ich glaube 4 andere oder 3 andere. Wer ist denn der Kapuzenmann? Ja, der den Schwachköpfen sagt, was sie zu tun haben. Ein Redelsführer. Und er steht quasi nur daneben? Ja, beim ersten Mal war auch noch eine Frau dabei und es wirkte so, als wäre er ihr Schoßhündchen. Sagt, werte Kameraden, was haltet ihr davon, wenn wir hier einen Hinterhalt für die Banditen vorbereiten? Ein schnelles Ende. Angriff von allen Seiten. Welche Uhrzeit greifen die denn meistens an? Die kommen immer, ja, kurz nach Sonnenaufgang. Wie spät ist das jetzt? Kurz vor Sonnenuntergang. Ich habe auch nichts dagegen, wenn wir uns ihnen direkt stellen. Ja, euch seid natürlich freigestellt, alles zu nutzen, was ihr hier habt, um einen Unterhalt zu legen. Nun, kommen sie in eure Mod reingelaufen oder bleiben sie draußen und warten darauf, dass ihr rausgeht? Kommen rein und nehmen sich, was sie wollen. Risal, wie lange waren wir jetzt eigentlich unterwegs und wie viel Essensration müssen wir uns abziehen? 3 Tage, soweit ich richtig habe. Ja, 3 Tage seid ihr unterwegs gewesen. Okay. So, einmal ganz kurz zur Aufmachung. Wie gesagt, der Platz direkt vor euch hinter dem Karren, das ist der Marktplatz. Dann habt ihr hier rechts, was direkt, wo er auch runtergekommen ist, das ist ein Gästehaus. Links habt ihr die Stallung. Dann das Gebäude hinter dem Marktplatz ist eine Lagerfärche. Und was ihr halt sehen könnt, da hinten sind die 3 Fallgruben vorbereitet. Also Abfallgruben, wenn wird halt Abfall gelagert, aber es sind per se erstmal Fallgruben. Das große Gebäude ist halt die Haupthalle mit den einzelnen Speiseräumen, Büro, Lagerräume. Das ist doch eingezäunt, oder? Das ist eine richtige Palisade drum, ja. Gute Frau, wie kommen denn die Banditen rein? Die kommen durchs Tor. Mach auf. Ja, wir haben probiert, es zuzulassen, aber dann haben sie gedroht, hier alles niederzubrennen und sich dann die Sachen zu holen. Und das ist Holz, es brennt gut. Wenn wir die Banditen reinlassen und hinter ihnen das Tor schließen, kommen sie nicht raus und sie könnten umzingelt sein. Und dann können wir alles abfackeln.
Nein! Die beide gucken dich jetzt gerade sehr entrüstet an. Entrüstet. Ich habe keine Probleme mit Berlin. Entrüstet. Severa lacht im Hintergrund. Keine Sorge. Er hat nun Spaß gemacht. Ich weiß, sein Humor ist krank. Ich gucke dich völlig verwirrt an. Ich gebe ihn, hat er? Ich gebe ihn einen mit dem Stock. Ey! Das Zombie-Auge hüpft einmal so hoch. Das ist wie Hungry Hippos. Ja. Ich weiß nicht, ob ich darauf geachtet hatte, während ihr dort diskutiert habt, habe ich mich von euch entfernt, bin hier durch den ganzen Handelsposten geschlichen, habe mir das alles ganz genau angeguckt. Guck euch dann an. Also, Leute auf den Turm unten rechts, Rainer und Kür, ihr versteckt euch dann da oben. Leute auf den anderen unten links, ich gehe da hoch mit Quorn. Severa, Alex, wir öffnen das Tor ganz weit auf. Ihr steht hinter den Torbögen. Und nachdem wir die aus dem Hinterhalt beschossen haben, schließt ihr das Tor, sodass keiner entkommen kann, und verwickelt die noch stehen, dann in den Nahkampf. Lasst uns doch erst das Tor schließen, bevor wir schießen, sonst sind sie gewarnt. Ja, verlieren wir aber den Überraschungsmoment fürs Schießen. Wir werden schon ganz schön überrascht sein, wenn die Tore sich hinter ihnen schließen. Wieder. Ja. Und da stehen nicht die gewohnten Gesichter. Ja. Naja, die Tore sie vielleicht weiter ins Innere locken, bevor wir. Das ist jetzt kein kleines Tor und die gehen nach innen auf. Das heißt, während ihr das schließt, seid ihr direkt in offener Sichtlinie, während ihr es zudrückt. Die könnten sich erstmal verstecken hinter einem der Häuser. Ihr könnt linke Hand oder rechte Hand. Mit Rechtsklick könnt ihr einen Zeichenstift benutzen oder einen Pointer, ne? Wenn ihr irgendwas zeigen wollt. Links oder rechts hinter den Türen, hinter den Häusern versteckt. Warten, bis sie tief drin sind. Wir kommen aus dem Versteck auf den Palisaden, befeuern sie währenddessen. Dürftet ihr genug Zeit haben, die Türen zu schließen. Und sie in den Nahkampf zu verwickeln. Wie klingt das, werter Herr Kleriker? Das hört sich schon, ja, auch für mich besser an. Naja, alle, die am Boden sind halt leicht anzugreifen. Wenn wir oben auf den Palisaden sind, müssen sie erst hochklettern, was uns Zeit bringt. Können vielleicht ein oder zwei Schüsse mehr abgeben, bevor sie uns erreichen. Die Palisaden haben Treppen hoch. Die haben ja hier zwei Leitern. Eine ist hier direkt links neben dem Tor und eine rechts in der Mitte. Genau. Ja, die hat trotzdem Leitern. Das dauert ja trotzdem länger, als einfach nur ein paar Schritte laufen. Die Leitern kann man umschubsen. Nun, mit brennendem Öl rumzuspielen wäre ziemlich fatal hier. Heißes Wasser, damit könnten wir... Braucht ihr Ölfässer? Der Mann guckt euch an, braucht ihr Ölfässer? Nun, ich denke, es wäre zu gefährlich. Wir wollen diesen Platz beschützen und ihn nicht niederbrennen. Also, die meisten von uns. Ölfässer fände ich eine gute Idee. Nicht auf ihn hören. Aber... Habt ihr Krähenfüße? Aber du hast welche. er schüttelt den Kopf. Hand zum High Five aus. Ich krieg meinen Stock auf den Kopf. Nein, Krähenfüße, so klar. Nein, er schüttelt den Kopf. Nun, dann muss ich meinen eigenen verwenden. Gut. Was wir machen könnten, ist, wenn sie etwas, ich sag mal, in die Motte eingedrungen sind, dass man vielleicht noch Krähenfüße streut. Ist ziemlich unangenehm drüber zu laufen, selbst mit gepanzerten Schuhen. Könnte man vor die Aufgänge auf die Palisaden legen. Genau das. Und das dürfte nicht sofort auffallen, die sind nicht groß. Oder er zieht die Leitern einfach nach oben. Ich glaube, die sind festgeschraubt, oder?
Ja, die sind festgemacht. Naja, die sind festgemacht. Sein, ja. Und ich denke nicht, dass ich meinen Makita-Bohrhammer dabei habe. Die wichtigen Sachen verlässt du immer zu Hause. Was ist ein Makita-Bohrhammer? Das ist ein magischer Elfentechnologie. Ah, okay. Gut, jetzt wissen wir das. Plus 5 auf Graben. Neue Leute. Tamara, du hast deine Kamera gerade super unscharf gestellt. Nein, sie hat sie von alleine super unscharf gestellt. Ich habe geguckt, ob sie vielleicht... Dann halt mal den... Hand länger vorhalten. Weg. Ich stell's dir später. Einfach näher ransetzen. Perfekt. Ja, so war gut. So kannst du bleiben. Ach, scharf. No. Nun gut, es können sich ja, wir sind ja eine ganze Menge Leute, es können sich ja einige, eins oder zwei, können sich auf die Türme verteilen und die anderen stellen sich hinter die Gebäude. Ich fühle mich sicherer, etwas erhöht. Ja, alle, die ja für den Fernkampf sind, sollten sich oben verstecken. Sag, lieber Spieleleiter, das Haus hier auf der linken Seite, die lange Baracke. Das ist ein Pferdestall. Oder der Pferdestall, ja. Was für ein Dach hat der? Hat der ein abgeschrägtes? Ein Flachdach. Das ist ein Flachdach. Also das geht halt so leicht schräg runter, dass Wasser ablaufen kann. Wie hoch ist das? 2 Meter. Zweieinhalb Meter. Die, und die Palisade, wie hoch ist die? Die Palisade ist etwa 5 Meter hoch. Das wäre ungünstig runterzuspringen. Okay. Wir könnten aber dir da hochhelfen, wenn du willst. Wir können auch einfach dich mit einem Seil runterlassen. Da muss ich aber springen. Nein, nein. Naja, 2,5 Meter kannst du aber springen. Wir wollen das Dach auch nicht kaputt machen. Richtig, ich möchte nicht unbedingt so gerade durchfallen. Der. Unterhaltet ihr euch gerade IT oder OT? Nein, nein, auch, ich habe normale Stimme, ich bin OT. Nee, ich meine aber die anderen. OT, klar. Okay. Okay. Na gut, ich würde mich dann hier auf das Dach und dann flach hinlegen. Also, wenn es denn dazu kommt, dann. Sagen, anders. Ich würde hier auf dieser Seite der Palisade warten. Mich flach auf den Boden legen. Dann dürfen die mich von unten nicht sehen. Ich kann mich relativ flach machen, würde ich behaupten. Die Frage, kurz. Unter diese Laufen kann man runtergehen. Sehen die da einen vom Tor aus direkt, wenn sie reinkommen? Meinst du das? Also da, wo jetzt Kron draufsteht. Nee, nee, hier. Hier, wo Kron draufsteht. Das sind ja, soll ja 5 Meter hoch sein, oder zumindest 4,5 Meter. Ja, drunter stellen war die Frage. Und ob da irgendwie noch eine Wand ist, wo die dann nichts sehen. Irgendeinen Balken. Nein, du kannst alles unten, du hast unten normale Stützbalken, aber ansonsten halt kannst du da unten alles sehen. Da stehen auch noch Fässer und alles Mögliche. Also könnte man sich quasi zwischen den Fässern verstecken und dann zum Tor gehen. Ja, das Tor geht nach innen auf, du kannst dich auch einfach hinter dem geöffneten Tor verstecken. Das ist eine Idee. Links, also und rechts. Quasi zuerst hier drunter, wo ich jetzt mich hingestellt habe, und dann. Ja, das Tor davor, weil dann könnt ihr auch ganz einfach das Tor schließen. Das hatte ich ganz richtig am Anfang gesagt. Oh ja, sorry, nicht mein. Wie dreht man den Charakter eigentlich? Indem du. Ja, hast rausgefunden? Gut. Ja. So. Ja, ansonsten, die Dame verabschiedet sich. Also wenn ihr fertig seid, dann da gibt's Essen. Und sie deutet auf die Stelle mit den Bänken. Vielen Dank, werte Dame. Oder ich gehe los zum Essen. Ja, ich finde es auch sinnvoller, dass wir erstmal jetzt rasten, wenn wir morgen kämpfen müssen. Ich würde mich noch der Planung hingeben. Mit wahrscheinlich dem Herrn Kleriker. Er hat sich die ganze Zeit hinter dem Haus versteckt, während ihr plant. Oh, und Kron die ganze Zeit so, wir können das machen und das machen und das machen und das machen. Leute? Leute! Mann, da hat er jetzt die Karte geschlossen. Nun.
aber ich denke, überplanen bringt es auch nicht. Mein, erstens kommt es anders, zweitens, als man wurmt. Wir werden schon ihr blaues Wunder erleben, wenn sie kommen. So, dann wandere ich wohl auch mal die Richtung. Was gibt's für Essen? tatsächlich einen einfachen Eintopf mit Gemüse und dazu serviert sie Bier und Wein. Ich schaue mir das ganze Zeug nicht lange an, ich hau direkt rein, ohne kritisch zu sein. Jo, same. Wobei ich mich mit dem Alkohol zurückhalte. Dieser Wein ist vorzüglich. Ja, hat was. Also der Wein schmeckt ein bisschen sehr korkig. Nach alten Füßen. Besser, aber geht runter. Ich bin hungrig und durstig, ich merke das nicht. Alles gut. Ja, das würde ich jetzt mal aussagen. Ich würde versuchen, nur die. Ich habe wahrscheinlich ein bisschen Probleme mit dem normalen Essen. Ich würde nur die festen Sachen und dann versuchen, irgendwie umständlich die Suppe zu. Soll ich dich füttern? Ja, und so, ja, genießt ihr erstmal euer Mahl. Und die Frau setzt sich dazu. Er sagt jetzt, ihr habt ja geplant. Was kann ich machen? Wie kann ich euch helfen? Und ihr hört's von hinten brummen. Du willst gar nicht, du versteckst dich. Dabei wäre ich auch dafür, erhaltet euch am besten zurück. Haltet euch einfach ganz normal, so wie immer. Genau. Die sollen nicht merken, dass hier was im Busch ist. Oder auf der Palisade. Eine gute Idee wäre, wenn ihr das Gold vorbereitet, was ihr ihnen gebt, oder die Silbermünzen, die ihr vorbereiten solltet, und legt sie auf einen dieser Bänke hier und sagt ihnen, das Gold liegt da hinten. Dann müssen sie reinlaufen, wohl oder übel. Sie nicken. Aber dann merken die, dass etwas im Busch ist. Ja, ich bin auch dafür, einfach so wie immer verhalten. Ich nehme an, dass sie normalerweise das Gold nicht direkt an der Tür überreichen, oder? Und ich gucke dabei die Frau direkt an. Sie schüttelt den Kopf und er so, oh, jetzt hol mal noch was Wein, Svetlana. Wein klingt gut, immer her damit. Vernebelt euch nicht die Sinne, Frau Severa. Glaubt mir, das ist nicht das erste Mal, dass ich trinke. Ich weiß, wie viel ich vertrage. In DSA würde ich jetzt sagen, mach mal ein Zeichen. Es gibt den sogenannten Zähigkeitsrettungswurf. Just saying. Ja, aber so viel hat sie noch nicht getrunken. Noch. Soon. Nein. Okay. Ja, wenn ihr aufgegessen habt. Oleg widmet sich auch erstmal wieder der Arbeit am Dach. Die Sonne geht langsam unter. Das Lager wird von Fackeln, die Svetlana anzündet, beschienen und erhält. Und an den Gebäuden selbst sind einige Laternen festgemacht, die sie entzündet. Und das Lagerfeuer in der Mitte zwischen den beiden Bänken wird auch angemacht von ihr. Ich dachte, das läuft schon. Ich wollte mir den Rücken wärmen. Nein, das war noch nicht an. Es war ja noch hell. Und warm. Also so wie hier. Nein, nicht so wie hier. Nirgendwo auf der Welt ist es so wie hier. Ich weiß ja nicht. Selbst in der Wüste Gobi ist es kälter als hier. Ganz hier sicher. Hier ist 18 Grad. Daubt. Nun gut, Jungs und Mädels. Wollen wir dann noch kurz ein bisschen schlafen, bevor es losgeht? Das ist ein guter Plan. Gut, ist die Dame noch da? Ich bin noch einfach an meinem Wein, den ich noch habe. Sie ist auf jeden Fall immer in der Nähe. Gute Frau, können wir uns in eurem Gästehaus einnisten? Nur zu, macht! Danke, Dank. Da sind nur 4 Betten, oder? Das sind mehr Betten. Das ist halt einfach nur ein bisschen
alles kleiner dargestellt. Sind auch mehrere Etagen. Das Ding hat auch 2 Etagen. Ah, perfekt. Hey, hier liegt ein Blatt und Klee. Kann ich noch Bock auf Einschlafen noch einen Wein kriegen? Du kriegst Alter, noch einen Wein. Wein kriegen. Das Problem ist nicht, dass ihr Alkoholiker bin, das Problem ist, dass ihr keinen Alkohol bekommt. Mach dir mal noch einen Wein auf. Wann tauchen die Banditen am nächsten Tag auf? Welche Uhrzeit? Mit Sonnenaufgang. Ach, frühstreich, okay. Ja. Also wenn ich meinen Wein noch krieg, trinke ich ihn und begebe mich dann auch ins Lager. Ich glaube, ich gehe auch pennen. Sieh mir natürlich das Ketten, die Schuppenrüstung während dem Schlafen aus. Ach. Gut. Bleibt noch irgendjemand länger wach? Nicht. Macht noch irgendwer was? Nichts halten diese jungen Leute aus. Nur noch hier und ich, Dex. Ja. Bevor es die Sonne endlich weg ist. Ich würde auf meinem... Ja, nun ja, ich gehe ein bisschen Ausschau halten. Bin eigentlich noch gar nicht müde. Ja. Gibt's da eine Palisade oben? So guckt mich eigentlich. Du kannst über die Palisade drüber gucken, ist ein halber Meter. Wehrgang oben. Ja. Oh, das ist schlecht. Kron würde auf sein Bett sitzen und also knien und würde in dieser Knieposition schlafen, weil er hat es nicht so mitliegen. Hat sich aber aus der Decke so ein Nest gebaut. Okay. Weil. Was mir noch wichtig ist, den Sombrero lasse ich beim Schlafen auf. Ich ziehe nur so wie im Wilden Westen einfach so ins Gesicht. Damit du auch ja niemals merkst, dass da ein Zombie-Auge drin liegt. Wie machst du das beim Baden? Bleibt auf. Okay. Gut. Verstehe die Frage nicht. Gut, alles klar. Ich warte nur drauf, dass das Ding matschig wird. Ihr könnt doch irgendwann mal einfach was sagen. Nein. Vielleicht hat jemand vor, das Ding noch zu benutzen. Als was? Ich hab sie auch gerade sehr verstört angeschaut. Das ist keine Taschenmuschi. Könnte es aber werden. Also soll ich noch den Knopf aufmachen oder ist es noch erst, muss es auf 22 Uhr werden? Ja, ich habe so ein Auge schon seziert. Ich glaube, das hätte Potenzial dafür. Oh.